Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 5 Video. Und ja, in diesem Video geht es natürlich mal wieder um die wöchentliche Aufgabe. Die wöchentliche Aufgabe diese Woche heißt Alter Roter. Los geht es natürlich wieder mit Kapitel 1. Besitze und fahre den 1971er Myers Manx. Das Auto, das allen Buggys den Weg bereitet hat. Autos, die fürs Gelände geschaffen wurden und sich das Fahrwerk des Beetle ausleihen. Jetzt gehen wir erstmal daher und wählen den Wagen aus. Und wenn wir den noch nicht haben, dann kaufen wir den natürlich. Dafür gehen wir einmal in dieses Menü rein, klicken auf meine Autos, wenn ihr den schon habt, geht auf Auswählen und sucht euch Myers raus und schaut, ob ihr den Wagen habt. In meinem Fall habe ich den Wagen schon, den Myers Manx aus dem Jahr 1971, der ist D291, das ist natürlich gar nichts. Deswegen gehe ich direkt nach dem Auswählen auch erstmal auf Tuning-Einstellungen finden und dann suche ich mir jetzt was Schönes raus. S1900 reicht mir, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, was ihr da machen wollt. So, und gerade gesehen, dass da Batman-Logos drauf sind. Total witzig. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wir fahren dafür einmal hier raus und dann ist die erste Aufgabe auch schon erledigt und dann geht's weiter mit der zweiten Aufgabe und zwar Kapitel 2 Herkunftsgeschichte. Nimm den 1971er Myers Manx und gewinne auf dem Pfad in Bayas, California, um seinen Erfolg beim Öffnungsevent der Mexiko 1000 nachzuempfinden. Dann gehen wir einmal auf die Weltkarte und dann gehen wir einmal hier nach ganz links und das müsste das sein, genau. Wir machen einmal alle Filter aus, wir machen mal Festivalgelände an und dann Dirt-Rennveranstaltungen machen wir an. Und dann ist das auf der ganz linken Seite hier dieses Rennen, Baja California Pfad. Dann einmal eine Schnellreise dahin gemacht. Das Rennen solo starten natürlich mit dem Manx. Und dann geht das Rennen auch schon direkt los. So. Und wir haben schon eine ordentliche Geschwindigkeit hier, weil wir den natürlich direkt getuned haben, den Wagen. So, er rutscht ein bisschen, was ja auch normal ist. Ist ja auch so ein Buggy. So, halt. So, okay. Da habe ich die Kurve aber nochmal gekriegt. So, dann sollten wir auch gleich irgendwann mal hier Erster werden. Ey. Der Wagen da vorne erinnert mich immer so sehr an Mr. Bean. Schon witzig. Ah ne, das ist der gar nicht. Das ist nicht der mit den drei Rädern. Es gibt ein Auto mit drei Rädern. Wenn ihr Mr. Bean kennt, ey, ist übelst alt, ne? Aber das ist so geil. Wenn ihr das nicht kennt, ne? Einfach mal Mr. Bean eingeben. Aber ich gehe davon aus, ihr kennt Mr. Bean. Und der hat ja seinen kleinen Dings, dieser kleinen Mini. Und dann rammt er immer diesen anderen Wagen weg. Wenn er zum Beispiel auf dem Parkplatz steht, er fährt einfach rein und rammt den weg. Ich find's immer witzig. So, 46% haben wir. 48, 49 und 50%. Die Hälfte ist geschafft. In einer Minute 14. Dann wisst ihr, wie lang das Rennen ungefähr ist. In 2 Minuten 18 ist dieses Rennen erledigt. Und damit auch die Aufgabe. Und dann gehen wir direkt zu Kapitel 3. Und zwar Sprungbuggy. Zeit für etwas Spaß. Verdiene 3 Känguru-Fähigkeiten im 1971er Myers Manx in der Region Dunas Blancas. Dafür gehen wir einmal auf die Karte und suchen uns die Region Dunas Blancas raus. Dafür müssen wir einmal auf der Map, wenn wir alle Filter ausgemacht haben, die Sehenswürdigkeiten einschalten, damit wir sehen, wo wir sind. Nach dem Rennen sind wir ja genau hier gelandet und dann gehen wir einfach mal ein bisschen nach oben und hier ist die Region Dunas Blancas und in dieser Region müsst ihr jetzt 3 Känguru-Fähigkeiten erspielen. Dafür porten wir uns einmal irgendwo hier hin. Die Hauptsache, wir sind in der Region Dunas Blancas und das sollte hier eigentlich gar nicht so schwer sein. So, einmal hier springen. So, das ist ein normaler Sprung. Ultimativer Sprung. So, jetzt nochmal springen. Nochmal und nochmal. Ultimativer Sprung und Känguru, da habt ihr es gesehen. Leider fehlgeschlagen. Ihr habt ja gesehen, wie es im Prinzip funktioniert. Einfach immer wieder springen. Und dann wird irgendwann der Sprung als Känguru-Sprung gewählt, wenn ihr ganz oft hintereinander springt. Da, Känguru 1000. So, nochmal gesprungen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir wieder öfter hintereinander springen. Nicht ganz so schnell vielleicht, so.
Ein Sprung und noch ein Sprung. Sehe ich natürlich nicht, ob das ein Kängurusprung war oder nicht, weil es jetzt gerade nicht angezeigt wird. So, zack, zack, zack. So, das waren gerade zwei, drei Sprünge hintereinander. Genau, das war wieder ein Kängurusprung. Und da habt ihr es unten gesehen, Kängurusprung ist abgeschlossen. Ich habe jetzt nur zu spät X gedrückt, so dass ich einmal so reingehe. Also das heißt im Prinzip, ihr springt mehrfach hintereinander, wie halt ein Känguru. Ihr springt und springt und springt. Am besten zwei oder dreimal direkt hintereinander über so eine Sanddüne und dann ist das ein Kängurusprung. Ja, dann kann es jetzt auch schon weitergehen zu Kapitel 4. Buggy besser als Bike in Baja. Der Myers Manx schlug den Rekord von Atkins und Robertson beim Baja Run um mehr als 5 Stunden. Da wird es doch ein Kinderspiel, beim Staubkesselblitzer 2 Sterne zu verdienen. Das wollen wir doch auch mal machen. Da suchen wir uns jetzt den Staubkesselblitzer raus. Dafür gehen wir einmal auf die Karte, schalten hier die Blitzer wieder ein und suchen uns den Staubkesselblitzer raus, der direkt hier vor unserer Nase ist. Da ist er, Staubkesselblitzer für 160,9 km/h. Bekommt ihr 2 Sterne und mehr wird von euch auch gar nicht verlangt. Und fahren dann, so schnell es uns eben möglich ist, durch diesen Blitzer. So, mit 237 km/h hat das auf jeden Fall gereicht für 2 Sterne. Es hat sogar für 3 gereicht. Und dann ist auch diese Aufgabe abgeschlossen. Und somit wäre auch schon die wöchentliche Aufgabe abgeschlossen. Und ihr habt eure 160 Forzaton-Punkte bekommen und könnt mal in den Shop reinschauen. Und da gibt es zum Beispiel den Myers Manx aus dem Jahr 1971 für 700 Punkte. Was jetzt natürlich wenig Sinn macht, wenn ihr den schon gekauft habt. Naja, ich meine, ist ein bisschen, naja. Aber ist ja egal. Ihr wisst auf jeden Fall, wie es geht. Ich kaufe mir jetzt hier diese 2 Items. Das mache ich jede Woche so, damit ich sie habe. Und die Autos, die ich im Besitz habe, brauche ich ja nicht nochmal kaufen. Ich sage natürlich immer, ihr könnt sie nochmal kaufen, um sie dann im Auktionshaus zu verkaufen. Aber nicht jetzt. Wartet lieber bis nächste Woche. Vielleicht bekommt ihr dann einen kleinen Ticken mehr dafür. Aber das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, vergiss nicht, kostenlos zu abonnieren. Ich bin jeden Samstag live auf Twitch ab 14 Uhr. Und ja, das war's mit dem Video. Ich bin raus. Danke, bis zum nächsten Mal und ciao.